Wir befinden uns in Kleinberkel, dem idyllischen Dorf, wo das Elternhaus meiner Mutter noch heute steht. Ein Ort voller Erinnerungen und Geschichten. In der Zeit haben meine Eltern das Haus gebaut. 1948 war das. Haben sie das gebaut. Und mein Vater hat es aus dem Grunde gebaut, weil er lungenkrank war und Leute alle, er durfte nirgends hingehen. Die haben ihn so gemieden, weil sie stecken sich an. Ja. Und da mein Vater durch die, dass er im KZ war, kriegte er eine Abfindung. Und von dem Geld konnten sie dann anfangen zu bauen. Super, schön, ja. Jetzt nochmal unser Haus zu sehen. Unser Haus, wie es damals war, mit dem Schwimmbad. So oder tiefer? Bisschen vom Körper weg, ne? So. Ja. Kannst du dir noch vorstellen, wie hier die Bahnschiene war? Ja. Links ist noch so ein bisschen zu sehen, ja. Ein bisschen Schotter, ne? Sag mal was bitte. Ja, und da bin ich mit dem Zug von Großberkel gekommen, bin immer hier auf der, wenn er über die Straße gefahren ist, bin ich rausgesprungen aus dem Zug, damit ich nicht so weit zurücklaufen musste. Hat er denn nicht angehalten? Nee, erst am Bahnhof. Hier war ja kein Bahnhof. Ja. Beim Bahnhof hat er angehalten, aber ich wollte eher aussteigen. Und da fuhr er ja schon sehr langsam und dann bin ich einfach rausgesprungen. Gut. Dies ist alles neu angebaut. Hier wohnte früher der Bahnschrankenwärter. Ja. Ja. Und diesen Weg, den konnte mein Papa, der hatte so Asthma, immer so schwer hochgehen. Und dann musste ich ihm hinterhergehen und ihn hochschieben, diesen Weg. Ja. 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 Oh Gott, alles anders. Halte ich ihn richtig? Ja. Gut. Wo geht's hier hin? Ja, weiß ich auch nicht. Oh, das ist auch schön gepflegt hier. Ja. Diese Häuser da vor uns links, die sind auch neu. Die kenne ich auch nicht mehr. Aber hier rechts das Haus gleich, das gehörte Rischmüller. Wache und Bock. Das kleine Bungalow da, der hieß ein Tim früher. Dieses. Ja. Und die ist, die hat aber mit den Kindern mit euch nicht gespielt. Die war immer so arrogant. Ja. So eine kleine mit so einem Bubikopf. Sich sehr verändert? Oh ja, die nicht. Aber hier, das ist alles überholt alles. Aber das Haus da, das war das von Firma Bride. Okay.
Hier haben ja Makatz gewohnt. Mit den beiden Mädels. Er war beim süßen Kaufhausfahrer doch Geschäftsführer. Verändert. Das ist Kipp gewesen. Das. Okay. Ja, man sieht das auch, diese alte Struktur mit den Steinen. Ja. Aber man sieht keinen Menschen. Und hier haben Hoppe gewohnt und hier haben die Katz gewohnt, die da noch wohnen. Guck mal, ob er ein Haus klingelt. Nee, kannst du nicht. Kann ich erkennen. Nee. Und das Haus da ist weg. Auch schön mit den Rosen davor. Ja, das ist weg. Bearbeitet hier. Und geradeaus, das war Reuler. Ja. Dietmars Freund wohnte da? Dietmars Freund wohnte Hoppe. Der an Leute Riegel stand. Und das ist jetzt, der überhaupt noch anhat. Dieses Haus da, das war das Haus von Wilke. Ach so. Und das, die sind dann alle verstorben. Und das hat jemand gemietet. Aber ob die da noch drin wohnen, das weiß ich nicht. Sieht so ungepflegt aus, ne? Das sieht wild hier aus, ne? Guck mal. Ja. War das schöne Tor vor. Und damals waren da alle Fenster so große. Und Dietmar hat die eingeschmissen. Ne? So, kommen wir gleich zu unserem ohne neue Haustür. Oben auch neue Fenster. Hätten wir mal das Bild so mitnehmen sollen und gucken. Siehst du, da passt immer nur ein Auto hin. Ich bin ja hier damals. Aber der Zaun ist es noch. Ich bin doch hier damals mit dem Ferrari reingefahren. Ja, wie du Hochzeit hattest. Ja, genau. Ja, Mama, dann erzähl mal. Grüße dich jetzt, wo du das Haus wieder siehst. Ja, es. Erkenne ich gar nicht, wie das hat sich so verändert. Nur die Garage, die ist so geblieben. Und die hatte damals so ein Teerdach. Und da habe ich mich draufgelegt, um mich zu sonnen. Da habe ich einen Sonnenbrand gekriegt. Ja, das ist hier auch Mückenhaus. Oh, guck, der Zaun fängt an zu rosten. Kalle, du musst den streichen. Kalle, du musst den Zaun streichen. Das wollte er vergolden lassen. Das wollte er in Gold haben. Aber der Eingang von mir ist noch so, wie er damals war. Aber das Haus, gehen wir hier lang mal. Kein Rasen mehr hier.
weißt du noch, dass ich da die Blumenrabatten hatte? Ja. Und jetzt ist alles hart geworden. Und da stand der Zwinger von der Assi. Bogenschirm ist. Ja, ist alles vorbei. Hier hat Eva, die Eva Mügge, immer geputzt. Ah ja, gibt es einen Verkaufsladen zu verkaufen. Da ist ein Hund, der guckt uns an. Alles, was für die See und von der See da oben ist. Steinke. Kennst du nicht, ne? Ja. Guck hier, da war der Swimmingpool. Da. Aha. Das war ja unser Schwimmbad, ne? Ja. Da waren aber Hecken davor, ne? Waren alles Bäume. Blumen. Alles drei Stufen mit Blumen. Ja. Und sah Steinblumen, also Edelweiß, Enzian und kleine Primeln und alles sowas. Ja. Die Ecken, die er, also hier war rechts und links eine Langusterhecke und die musste immer gemäht werden. Und der Fußboden auch, der ist schon 100 Jahre alt hier. Den haben sie mal gemacht und von der Stadt. Und am Tor, wo es auf den Hof geht, da war so eine Stange zum Festhalten für das Tor. Und die hatten die über die Straße gelegt und Oma hat es nicht gesehen und ist da drüber gefallen, hat sich ganz schlimm die Knie verdorben. Oh, danach ist nie wieder richtig geworden. So, dann haben wir alles geguckt, ne? Schon mal wieder zurück, ne? Aber sicher haben die keine Arbeit mehr, aber es ist, sieht so tot aus. Das Unfall kommt dazwischen doch durch. Ja. Ja, da musst du aufpassen. Aber der Zaun, der sieht ja furchtbar aus. Das ist noch die alte Farbe hier, ne? Das sein? Die alte Zaunfarbe? Ja, da war ja damals braun, ne? Ja, genau. Das Haus auch, ne? Wenn keiner da ist, ich gehe mal schnell rein und fasse das Haus an. Nee? Nee, ist jemand da. Da ist das Feine, ne? Geh da mal hin und fass da mal an. Ja, da kann ich anfassen. Ein bisschen traurig, Mama. Ist nicht schlimm.
ist ja dein Elternhaus. Ja, wenn ich das bedenke, wie wir das gebaut haben. Ne? Da, die haben immer am Wochenende haben sie da nur gebaut. Und dann musste ich dann immer Frühstück bringen. Und da war ich aber erst 10 Jahre alt. Und wenn die dann gefrühstückt haben, in der Zeit bin ich dann schnell auf das Gerüst geklettert, damit ich sagen konnte, ich war mit dabei beim Bauen. Und wie dann Richtefest war, da durfte ich unter der Richtekrone stehen. Ja. Auch wenn die alten Reulers sehen würden, wie schön ihr Haus gepflegt ist, die würden sich freuen. Das sieht echt ordentlich aus. Aber bei uns, dieser Zaun, oh, wenn Kalle das sehen würde, der würde verrückt. Das war doch sein Stolz, dieser Zaun. Oh. Mama, jetzt sag noch mal Tschüss zu deinem Haus. Tschüss, mein liebes Haus. Halt dich tapfer und vergiss mich nicht. Hast du schön gemacht. Mhm. Ja. Schön, dass ich noch mal hierher kommen konnte. Jetzt weiß ich, wie es heute aussieht und wie es früher aussah. Ne?